Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu. Endlich zurück mit seinem... Was zur Hölle? Ja, Gäste habe ich auch, und zwar... Hallo. Hallo. Und hallo. Ja, ich habe Hallo und Hallo hier. Die beiden mögen sich. Hallo und Hallo. Ja, ich bin Weehawk LP. Übrigens. Und wer ist der andere da? Ich bin der Suchti. Ja, eigentlich sollte das Chainsaw Man 16 sein, aber irgendwie sagt er, er heißt Hallo und so weiter. Egal, ignorieren wir ganz einfach. Ja, schmeiß ihn raus. Ja, richtig. Moment. Nein, Quatsch. Das läuft so nicht. Hört mal zu, Leute. Ja, ihr seht es am Titel. Endlich 250 Abonnenten. Die Fragen werden gemacht. Und während ich die Fragen gestellt bekomme, male ich ein bisschen in Paint rum. Stolz. Sehr stolz. Aber es soll ein wunderschönes Porträt werden, bitte. Also, gib dir Mühe. Okay, ich habe vielleicht auch gleich noch Fragen für dich, wenn mir spontan was einfällt. Okay, Rüdiger, du fängst an. Du hast mehr. Okay, mit der ersten Frage? Einfach so? Du stellst sogar zwei Fragen, eine. Ja, also wollt ihr die Namen der Leute auch nennen, die Fragen gestellt haben, und er sagte nö. Ich hab ja einfach nur alles reingebrainstormt, hab jetzt alles reingepackt, hab die Fragen jetzt gerade nicht hier. Aber die Leute wissen es ja selber und können dann schreiben, ich habe die Frage gestellt, ich habe sie gestellt und ich wollte es wissen. Nur ich habe dieses Interesse gehabt. Allein ich war der Gott, ne? Ja. Also ich werde die Namen vorlesen, weil wenn wenn ihr gedacht habt, ihr könntet hier unter dem Deckmantel der Anonymität einfach irgendwelche Fragen stellen, habt ihr euch geschlittert. Also bei mir habt ihr mehr Glück gehabt, wenn ihr bei mir geschrieben habt. Bei mir könnt ihr einfach so fragen, das ist doch nett, ne? Ja. Und zwar habe ich hier die erste Frage von Cyberwing LP. Ach du Scheiße. Woher kommt der Name Sekeanu 88? Wie bist du dazu gekommen, dich so zu nennen? Da habe ich schon mal eine Frage auf Formspring gehabt, aber ich habe hier einen Text. Und zwar den lese ich jetzt einfach vor. Ich habe vor ein bis zwei Jahren auf YouTube eine Jeopardy-Verarsche gesehen, wo einer einen auf Keanu Reeves gemacht hat. Ich fand das so lustig, dass ich mich überall mit Keanu angemeldet habe. Die 88 hat nichts mit Heil und so weiter zu tun. Ich bin am 30.06.1988 geboren. Und das bedeutet in meinem Namen einfach nur das. Ich betitel vieles einfach nur mit das. Ganz einfach. Humorlos. Das S bedeutet also das. Ja, nicht der und auch nicht die. Einfach nicht nur die das. Nicht die Keanu? Verdammt. Nicht die Keanu? Ich quetsche gerne Sachen nach links und rechts. So. Einfach jetzt malen. So die nächsten Fragen, ich warte. Ja, Matze, du bist dran. Nein, du bist dran. Ich will nicht dran. Na gut, okay. Die nächste Frage habe ich von The Darkman 1990. Wird Keanu die Street Fighter Challenge noch starten oder nicht? Werdet ihr mir noch Herausforderungen schicken, ja oder nein? Die läuft nämlich so lange, wie ich Let's Playe. Von dem müsst ihr mir nur Herausforderungen schicken. Ich bin schlecht in dem Spiel, also lass mich. Okay, Mats ist mein erster Herausforderer? Nein, das sehe ich hier nicht. Was ist dein Lieblingsessen, Keanu? Mein Lieblingsessen? Sushi. Und hier Ramen, also japanische Nudelsuppen. Das mag ich voll gerne. Und Hausmannskunst. Magst du nicht. Na gut, mag ich nicht. Gut. Hätten wir schon mal geklärt, Rüdiger, du bist dran. Ja. Und zwar nochmal von Cyberwing LP. Welche Konsole spricht dich am meisten an? Am meisten spricht mich eigentlich die Wii an. Wieso auch immer, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich mit Nintendo groß geworden bin. Nur aktuelle Spiele zocken, ey. Genau. Nichts Altes. Was ist das, was ich hier male? Ich kapier's nicht. Ich nehme mal eine andere Farbe. Ein riesengroßer Pingis. Nein. Nein, warte. Ja. Nächster. Gut, da macht sie nicht will. habe ich eine Frage von The Crash Trash. Weißt du denn nicht, dass man verhaltensoriginell mit 2L schreibt? Ja, doch, das weiß ich. Aber ich hatte nicht genügend Platz für die Zeichen da. Ich musste schon Abstriche machen bei Leerzeichen. Von dem tut mir leid. So, jetzt muss immer Zauber wieder. Jetzt wird er gezwungen. Wie viele Toiletten hast du in deinem Zimmer? In meinem Zimmer habe ich gar keine. Und wie viel hast du in deinem Haushalt? Eine. Warum nur eine? Habt ihr zweistöckig oder habt ihr einen Stock? Nee, das ist eine sehr kleine Wohnung. Warum hast du die? Was? Jetzt habe ich es nicht verstanden, dank Weehawk. Entschuldigung. Warum hast du die? Ich habe sie gar nicht, die hat mein Vater.
Warum hast du die nicht? Weil ich sie nicht hab. Wie oft? Wie hock du bist dran. Okay, dann nochmal von The Crash Trash. Was war deine längste Zock-Session am Stück? Boah, 10 Stunden Assassin's Creed Brotherhood letzte Woche. Wow. Okay. Was ist deine Haarfarbe? Schwarz. Mit ein bisschen Grau und Silber. Wieso? Was weiß ich? Warum nicht am Alter, ich hab das auch. Immer das Alter. Weißt du, das Alter ist das Schlimmste. Ja, Keanu ist ja auch schon so ein alter Sack. Ja, kann nicht jeder so jung sein wie du, Matze? Ich bin nicht alt. Das hat ja auch keiner gesagt. Hast du ein 5.1 Surround-System? Nein. Hast du ein Headset? Ja. Hast du 2 Boxen? Ja, selbstgebaute, liegen im Schrank. Gut. So, Vihawk, du bist wieder dran. Stell mir eine Frage. Alles klar. Wenn dir ein YouTube-Partner ein Angebot macht, würdest du es annehmen, Werbung machen, etc.? Nee, da müsste ich mir überlegen, was ich für Videos machen muss. Und sowas wie Tutorial und so weiter, nee, darauf stehe ich mal gar nicht. Magst du ja Tutorial? Nein. Okay. Ich gebe jetzt keine Gründe an. So, ich nehme jetzt mal grün. Was trinkst du gerne? Klamotten. Was trinkst du gerne? Flüssiges. Was trinkst du gerne? Was Flüssiges. Was trinkst du gerne? Was Flüssiges. Was trinkst du gerne? Nein, jetzt mal ernsthaft. Also Milch kann man ja nicht trinken, das ist ein Essen oder irgendwie sowas. Aber so ein Limo, Zitronenlimo, ja, lecker. Alles gekühlt. Magst du Weog? Muss ich darauf antworten? Kennst du den Streit zwischen Chainsaw Man und Weog LP und was ist deine Meinung dazu? Die mögen sich nicht und das finde ich gut so, dann habe ich was zu lachen, wenn sie sich angiften. Gut. Also los, ich will euch angiften hören. Los, macht mal. Arschloch. Ey, komm, fick dich doch, ey, Mann. Wir wollen das hier. Du mit deiner schwul goldenen Cartridge da und den 64, weißt du, die verscherbe ich für 1 Euro bei eBay. Das glaube ich sogar. Weißt ja nicht, was Sammlerwert ist. Du hast ja keine Ahnung, du warst. Du bist doch wahrscheinlich so ein dummer Spinner. Du bist ja auch so ein bist doch wahrscheinlich so ein Spinner, der wahrscheinlich Comic-Hefte bei sich irgendwo im Lager hat und die alle nicht aufmacht, sondern sie alle verschweißt hat. Übrigens bin ich nicht so ein Spinner, der nach Dänemark geht, um die hohe Kunst des Backens zu erlernen. Oh, seht mich an. Ich reise. Da war die eine Tuse mit dem geilen Arsch gewesen. Also das hat sich eh gelohnt. Oh, nee. Ja, du bist dran. Ja, okay. Eine Frage von Vladek569. Und zwar Lampenöl, Seile, Bomben. Du willst etwas haben? Muss ich das kennen? Rope? Bombs? Nö, okay. It's yours, my friend. Das kenne ich jetzt gerade mal nicht. Ja, habe ich ja wohl gestellt bekommen, die Frage. Ist kein Witz. Und dann noch eine Frage von Vladek. Fällt es dir auf, dass ich ziemlich sinnlose Fragen stelle? Ja. Ich bin an sinnlose Fragen mittlerweile gewöhnt. Dank Formspring. Hast du ein Dach? Was? Hast du ein Dach? Ja. Direkt über mein Kopf. Ist es ein Flachdach oder ist es ein Spitzdach? Das sieht man von da unten aus gar nicht. Warum nicht? Weil das ist ein 5-Stock-Haus und das sieht man von der Straße nicht. Schneit es gerade bei dir? Nee, es hat vor einer Stunde geschneit. Was war bisher dein Lieblings-Let's Race beziehungsweise Let's Battle? Es gab hier nur eins und das war Sonic. Okay. Das hat mir besonders Spaß gemacht. Von allen, die du bisher gemacht hast. Was ich auch so abgefällt habe. Ja, so. Da habe ich noch eine Frage von The Crash Trash. Und zwar, wie heißt du mit Vornamen? Mit Vornamen heiße ich Sebastian. Nee, so heißt mein Arbeitskollege auch. Aber der hasst seinen Real-Life-Namen. Der sagt, man soll ihn nur mit Online-Nick ansprechen. Okay. Hast du deinen Vornamen? Also ich finde eigentlich, ist es ein schöner Name. Nee, ich auch. Ich mag ihn. Ich finde Bastian gut. Oder Sebastian gut, ja. Man kann sich seinen Namen ja nicht aussuchen. Eben, also ich finde, man sollte stolz drauf sein, überhaupt einen Namen zu haben und so, weißt du, da müssen ja eigentlich seine eigenen Eltern. Das klingt immer sehr traurig, so eigentlich an der ganzen Sache, wenn man sowas sagt. Das Ding sieht aus wie ein Stinkkäfer. Wie oft kann ich dieselbe Frage nochmal fragen, bis du genervt bist? Nö, eigentlich nicht. Wie oft? Wie oft hat er gefragt? Also wie oft kann er dieselbe Frage fragen? Ach so. Keine Ahnung, probier's aus. Nein. Ich probier's lieber nicht aus, ich krieg ja gerade Besuch rein, hallo. Und er ist weg. Ja,
In oder in der Nähe welcher Stadt wohnst du denn? Ich wohne in Hagen. Das ist ca. 20 bis 30 Minuten Zugfahrt von Dortmund weg. Dortmund ist schlecht. Dortmund ist schlecht. Ach, die Fußballer. Ich gucke keinen Fußball. Ich mag Fußball nicht. Ah, interessant. Ja. Was hast du denn so für Hobbys? Was habe ich für Hobbys? Ja, ich gehe jeden Mittwoch zum Beispiel im Japanischunterricht. Da habe ich mir in der Volkshochschule einen Kurs gemietet. Mhm. Und ja, eben noch Let's Playen oder Bücher lesen, Musik hören, Freunde treffen. Das sind so meine Hobbys. Und halt atmen. Das mache ich auch noch gerne. Leute. Leute? Ja. Was ist? Schwackst du ziemlich oft ab? Ja. Das ist nicht meine Frage, wollte ich nur mal sagen. Ja, ich spuck schon öfter mal ab. So, ich nehme jetzt mal weiß. Kannst du mal ein Horror-Game Let's Playen? Ein Horror-Game Let's Playen? Ach du Scheiße. Kann ich ein Horror-Game Let's Playen? Ich könnte es, aber was macht das? Ist eine andere Frage. Hast du ein oder zwei Wecker? Kein Wecker. Warum nicht? Weil ich von meinem Vater meistens geweckt werde. Ich höre einen Wecker nicht. Ach, schade. Eine Frage noch von Cyberwing. Magst du Animes? Wenn ja, welche sind deine Favoriten und welche würdest du empfehlen? Ich mag Animes und meine Favoritenliste ist so gigantisch lang, da wäre ich in einer Stunde noch nicht fertig. Aber ich würde mal jetzt ganz spontan sagen, K-On! Ja, das zum Beispiel. Das gehört K-On. Auch dazu. Auch das mit zwei Ausrufezeichen oder das mit einem Ausrufezeichen? Beide. Okay, gut. Was? Das sind zwei verschiedene. Was? So, okay. Was siehst du denn so auf YouTube an? Alles Mögliche. Was ich gerade so anklicke, aber meistens die Let's Plays von den Kollegen oder irgendeinem Schwachsinn, was da so ist. Wie findest du Horrorfilme? Ups, verdammt, jetzt habe ich YouTube angemacht. Ja, Horrorfilme, richtig geil. Vor allem nachts, schön 1 Uhr, wenn man alleine ist, alles dunkel und dann auf einmal BOOMS. Wie viele guckst du dir dann an? Zwei oder drei? Gelegentlich, also meistens so vielleicht zwei am Stück. Aber dann auch meistens nur Wochenende, wenn ich Zeit habe. Ich sollte mal weitermalen wieder. Nächsten Fragen? Oder habt ihr keine mehr? Ich habe noch eine. Und zwar, wer war der erste Let's Player, den du je abonniert hast? Boah, ich glaube, das war Funk Royal. Nee, war nicht Funk Royal. Boah, jetzt muss ich wirklich überlegen. Ach, wie hieß der noch? Proton John hieß er, genau. Oh, Proton John S.A., der ist genial. Und dann war da noch Lord Vega später mit seinen Silent Hill Videos. Und dann bin ich irgendwann zu Funk Royal, Emero und so abgeschlittert. Was war so deine erste Konsole, auf der du gespielt hast? Und welches Spiel hast du da drauf gespielt? Würde ich nochmal gerne wissen. Meine erste Konsole, das war der Sega Master System 2. Ja! Und da habe ich Alex Kidd in Miracle World drauf gespielt. Okay, gut. Obwohl ich das Spiel ziemlich horrormäßig fand. Das hat mir irgendwie Angst gemacht. Eine Frage noch, mit welchen Let's Playern hast du den meisten Kontakt? Den meisten Kontakt habe ich jetzt mit VHawk LP oder eben Matze. Das bist du dir sicher? Ja. Und was mit Mr. Mer? Weniger. Da wollten. Ach ja, mit dem wollte ich auch noch ein Let's Race zusammen in Mario Kart machen, verdammt. Voll vergessen. Bräuchst du es Let's Player geworden zu sein oder sagst du dir, es ist ein schönes Hobby und ich mach das immer noch gerne oder wirst du bald aufhören? Ich werde jetzt in der Sekunde aufhören. Also auf Wiedersehen. Jo, mach's gut. Wir werden dich nicht vermissen. Nee, glaube ich auch. Nee, Quatsch. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich verstehe. Ja. Also, Rüdiger, noch irgendwelche abschließenden Worte? Außer Beleidigung gegen mich. Verdammt, sehr gut. Jetzt hast du mir das vorweggenommen. Nein, Gott. Nee, ich glaube, du hast sogar noch ein paar Fragen, ne, Rüdiger? Muss ich wieder zurückblättern. Einen Augenblick. Oh mein Gott. Kaktusknacki, was für Leute schreiben mich hier an? Wir lästern nicht über die Namen der Zuschauer. Entschuldigung. Ja, irgendwas mit Eingeweide hat mich auch mal abonniert, fand ich sehr geil. Das okay. Rüdiger, ich werde mir demnächst jedes einzelne deiner Videos ansehen und unter jedem Video einen Kommentar schreiben, ob sinnlos oder nicht. Dann wirst du irgendwann 599 Kommentare haben. Oh oh. Dann kommst du mit nichts mehr klar.
Ha. Ach du Scheiße. Okay, eine Frage hat noch Vladek 569. Sind wir bald da? Wo denn? Toiletten. Fallen dir noch Fragen ein, die ich dir stellen könnte? Das steht hier wirklich. Das steht da jetzt wirklich? Ja. Ob mir noch Fragen einfallen, die man mir stellen könnte? Nee. Ganz ehrlich, nein. Doch, was ich hier spontan rumliegen habe. Ich habe hier eine Packung Taschentücher liegen. Oder eine CD-Hülle. Wow. Und Blatt mit Matheaufgaben. Ich hasse Mathe. Oh, Mathe ist geil. Naja, ich hasse es auch. Ironie aus. Was ist das für ein Ding, was ich hier gemalt habe? Oh geil, vor mir auf der Haustür grillen die Besoffenen wieder. Hab ich wieder zu gucken gleich. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nö, das war's. Das waren die 20 Fragen. Das ging aber sehr. Zwei Cyberwing hat, glaube ich, noch, oder? Nee, von Cyberwing habe ich alles durch. Bestimmt taucht gleich irgendwo noch eine Frage aus der Versenkung auf. Na gut, ich hätte, könnte ich noch. Die wollte ich eigentlich weglassen. Hast du Erfahrungen mit Drogen? Sobald ein Souvermantet zur Droge zählt, ja. Okay, dann, ach, eine habe ich noch. Fehlt dir die Motivation für Zelda Majora's Mask oder was ist los? Wie gesagt, Zelda totgezockt. Es gibt nur ein Zelda, was ich machen würde und das kommt erst 2011 raus. Schwul. Oh mein Gott. Das ist Skyward Gay. Skyward Gay. Ja. Es wird kein besseres jetzt. So, aber das waren jetzt alle Fragen, ne? Ich glaube ja. Aber ich habe gedacht, das wird sehr viel länger dauern als. Das waren noch nicht mal 20 Minuten. Tja, da kannst du sehen, wie gut du antworten kannst. Hast du halt immer eine Antwort auf der Lippe. Ich bin jetzt in der Bredouille. Ich wollte daraus nicht einen Part machen. Ich hasse dich, ich hasse dich. Jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendwas mache. Spontan. Ja, Moment. Eine habe ich. Spontan. Oh mein Gott. Spontan. Gar nicht mehr. Spontane Abspackung. Ja, du hattest noch eine Frage. Ja, und zwar, wovor hast du Angst? Spinnen, Fliegen, Bluescreen, etc. Krabbeltiere. Ich hasse Krabbeltiere. Ich hab Angst vor diesen Viechern. Weil mir mal eine faustdicke Spinne auf dem Auge saß, während ich gepennt hab. Ich kenne den Zusammen, wenn das ist, und dann habe ich den Flug. Ja. Okay. Finde ich gut. Unsere wahre Bestimmung. Oh Mann. Was soll ich hier noch reinmalen? Ich bin fertig mit diesem. Was soll das überhaupt darstellen? Ich weiß es gar nicht. Ja, die Leute sind am Abspacken gerade. So, ihr seht hier mein Meisterwerk-Bild. Sehr schön. Okay. Sollen wir noch irgendwas machen? Ja, damit das noch ein bisschen länger wird. Ja. Sollen wir noch mal auf die alten Zeiten wieder Play Ray Minigolf spielen? Oh Gott. Aber nur wenn ihr Lust habt, versteht sich. Matze? Matze? Bestimmt hat er wieder sein Mikro ausgeknallt, wie bei Mario Galaxy. Einfach Yahtzee spielen. Was? Atze spielen? Wie spielt man denn Atze? Yahtzee! Ihr könnt auch einfach gegeneinander battlen. Und dann, keine Ahnung. Da spielt auch Need for Speed Hot Pursuit, könnt ihr auch machen. Hab ich nicht. Warum nicht? Weil ich es nicht hab. Ich mal jetzt irgendwas auf mein Bild rum. Die Zuschauer haben es ja gesehen. Die Zuschauer haben eh schon längst abgeschaltet. Ja, auf jeden Fall. So, nee, lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen können. Ich habe meinen Ordner hier durch die Gegend geschoben.
Spontan, was wird mir spontan jetzt einfallen? Ja, ich hätte nur, wie gesagt, die Idee mit dem Minigolf nochmal. Ich kann nicht mehr Minigolf spielen. Mir tut jetzt mein Ohr weh. Ich hab. Was war das? Der Angry German Kid Speaks Japanese oder was? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Ich finde Angry German Kid cool. Ja, eine Frage noch. Woran denkst du, wenn du dieses Lied hörst? Daran, dass wir noch einen zweiten Teil machen müssen? Oh mein Gott. Eigentlich erinnert mich das eher so daran, irgendwie an ein Stallszenario, ein Bauernhof, wie ganz viele Hühner durch die Gegend rennen und von einem Trecker verfolgt werden. Ach, wie heißt dieses komische Spiel? Farmarama oder so ähnlich? Ich hatte so Kackeldackel, das ist neu. Nee. Was ist das? Ich hab gehört, das soll ja irgendwie eine neue Währung sein im deutschen Fernsehen. Das ist so, du musst irgendwie die Häufchen von deinem Hund aufsammeln, der gerade am Scheißen ist. Sehr schön. Wow. Wer kommt auf solche Ideen? Du? Ich bin seit einiger Zeit kein Mensch mehr, da denke ich nicht mehr an sowas. Was ist das denn schon wieder für ein Freak, ey? Och Mann, ey. Was? Okay. Ey, manchmal weiß ich nicht. Manchmal denken die Leute echt, die sind irgendwie übermenschliche Wesen und könnten Gott werden. Ich weiß nicht, ich finde allgemein Menschen gruselig, also wenn wir hier schon mal gerade eine Diskussion starten wollen, ich finde Menschen gruselig, die sich irgendwie immer für höhere Wesen halten oder sowas. Jetzt nicht nur religionsbedingt, sondern auch wirklich Leute, die ein bisschen in ihrer Traumwelt leben, vielleicht sind das auch Autisten. Und dann echt so die ganze Zeit so ein... Ja. So, also die ganze Zeit so ein Mist drehen, das krieg ich nicht auf die Reihe, das nervt. Das mag ich auch nicht. Was soll sich nicht, überhaupt irgendwie auch ein bisschen X-Ain regiert auf Esse. Ich hab jetzt gerade X-Ain auf Esse verstanden. Du Penner! Danke. Genau das wollte ich provozieren. Da hat jemand Langeweile. Ja. Wem kann man es verübeln? Oh, ich muss so derbe dringend. nein, nicht hier. Nein, das meinte ich gar nicht. Was musst du denn derbe dringend? Sprich dich ruhig aus, wir hören dir zu. Ja, mein Bauch, der bläht sich also derbe auf und ich weiß nicht warum. Ich muss nicht auf Klo, ich muss nicht kotzen, ich muss gar nichts. Ja, warum soll das? Dann mach den Gürtel auf. Ich hab den Gürtel offen. Ich hab das geht gar nicht. Okay. Nein. Tja, da kann ich auch nichts machen. Ich mal hier jetzt doch ein bisschen weiter mein abgespacktes Bild. Okay. Da hat jemand. Da war das Band am Hängen. Verzeiht mir meine nicht da seienden Worte. Nee, sie werden niemals kommen und werden niemals gehen, denn sie waren nie da. Wer kann es mir verübeln? Versuchst du uns zu hypnotisieren? Stimmt, Sätze sind in einer anderen Sprache geschrieben. Andere Sprachen sind so kultiviert und wir haben keine. Was ist Deutsch für eine Sprache, dass wir Deutschland als eine Kultur sehen können? Was haben wir an Kultur? Wir haben Bratwürste und sonst nichts. Was sollen wir nur machen in so einer Welt? In einer Welt voller Bratwürste. Die Deutschen haben keine Ahnung, was ihnen alles in anderen Ländern entgeht. Bratwürstchen, Bratwürstchen sind der Hammer. Bratwürstchen, Bratwürstchen. Und jetzt im Remix. Ha 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 ha
Ich habe das Gefühl, das ist leicht aus dem Ruder gelaufen. Ja, ein bisschen, aber ist doch egal. Das war so nicht geplant. Das hat mich jetzt ein bisschen an Bratmax erinnert, weißt du noch, Rüdiger? Oh ja. Jetzt habe ich wieder Hunger auf Bratmaxe, Mann. Eine Werbung wert. Sind Werbung nützlich? Lassen sich Leute davon beeinflussen? Nein! Lassen sich Leute davon beeinflussen? Nein! Der Zusammenhang ist gruselig und doch so passend. Mach alles. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ja, alles klar, dann. Hast keine Lust mehr zu singen? Nein. Rüdiger, sing du doch was. Nein. Besser nicht. Nein. Ich habe schon mal gesungen und die Leute wissen, dass ich scheiße singen kann. Ja, ich kann auch scheiße singen. Ich hab's bei Fangorias Geburtstagslied vergessen. Ich kann auch nicht singen. Aber ich muss es wahrscheinlich bald. Mann. Wenn du weiter so eigentlich hast du schon automatisch verloren. Das hätte ich auch von Anfang an sagen können.